Wir sind wieder im Hackerspace und verfolgen die Hauptmission. Es ist ein neuer Trailer von irgend so einem Thriller erschienen, den wir uns zusammen angucken wollen. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Und die wollen jetzt wahrscheinlich mehr Material von Filmen sehen und dann hacken sie sich die Produktion. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Mein erster Gedanke. Das sind keine Hacker, Devin. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto! Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Fahre zu den HMP Studios. Ja, ich habe auch mal so ein Video auf YouTube gesehen, dass so dieses Hacken und so wirklich manchmal schlecht dargestellt wird in den Filmen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass halt dann die richtigen Hacker wieder so aggro sind. So, oh Gott, die ziehen uns wieder ins Lächerliche. Und bevor ich jetzt richtig anfange, wollte ich nochmal sagen, was ich hier jetzt vorhabe im Spiel. Ihr seht es vielleicht schon im Videotitel Good Guy habe ich da stehen. Das heißt, ich werde versuchen, Watch Dogs 2 wie ein friedlicher, in Anführungszeichen, Bürger zu spielen. Keine Tötungen, nur Betäubungswaffen. Außer das Spiel zwingt uns natürlich, jemanden zu töten. Außerdem werde ich niemanden aus dem Auto zehren. Und nur parkende Autos benutzen. Oder halt die App. Gibt es jetzt zu jeder Mission so ein Video? Wäre richtig cool. Haben Sie vielleicht noch ein paar Infos? Also dieser Von Devin ist ein Rennfahrer, dessen Freund ein KI-Auto baut. Der Wissenschaftler wird von einer Killerin umgelegt. Und irgendwo da drin müssen ein paar Hacker vom Auto gerettet werden, bevor sie den Präsidenten gefährden. Der Film klingt total logisch. Ja, finde ich auch. Heimüberwachung schockiert die Leute wohl noch immer.
Das läuft doch schon seit Jahren. Kann sein, aber es ist ein Unterschied, ob man sich deswegen Sorgen macht oder ob es noch schlimmer ist, als man denkt. Es ist grundsätzlich noch schlimmer. Also müssen Sie es akzeptieren. Oder Ihre Geräte so modifizieren, dass Sie nicht ständig alles weiterleiten. Die meisten Leute wissen wohl nicht, wie das geht. Aber wir wissen das. Bringen wir es Ihnen bei. Ich mache ein Wiki auf. Mit Home fange ich an. Wie macht ihr das eigentlich? Also, ich versuche so gut es geht, mich von Clouds fernzuhalten und in den Einstellungen beim Explorer gebe ich auch immer ein, Cookies und so, alles löschen. Hier. Yo, willst du dem Magier zuschauen? Das Zusehen, während ich mein Ding mache. Du willst Magie? Dann schau mal besser mir bei der Arbeit zu. Ho, ho! Hatte Yoda Luke auf dem Rücken? Wohl eher nicht. Ich war immer eher der Lando-Typ. Millennium Falke und Wolkenstadt. Und er hat den zweiten Todesstern vernichtet. Und er ist der Bart. Und er ist der Bart. Mir war Chewie immer am liebsten. Reißt Arme aus, beherrscht den Hydroschraubenschlüssel, mehr Haare als 80er-Porno. Ja, verstehe ich. Willst du einen sehen? Hab noch ein paar alte Kassetten. Nein, danke. Dafür, dass du dich mit dem Star Trek Gruß, sage ich jetzt mal, vorgestellt hast. Und dann hier noch über Star Wars redest, du solltest dich für eine Sache entscheiden, mein Freund. Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her. Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg, Jungs und Mädels. Man merkt schon wieder, die Spielwelt ist voller Markierungen. Ach ja, und noch was wollte ich euch sagen. Ironischerweise hat sich mit Watch Dogs 2 auch eine Hintergrundsoftware installiert, die es verhindert, Watch Dogs mit Mods auszustatten oder in meinem Fall auch bestimmte Codecs für DxTory nicht zu benutzen. Ich benutze jetzt wieder den wie bei Watch Dogs 1. Und ich musste den deaktivieren. Mit irgendwelchen Kommandos. Jetzt habe ich wieder den vernünftigen Codec, der nicht so viel Speicherplatz frisst. Ja, und es ist schon ironisch, weil halt das gleiche halt auch DedSec hier macht. Jeder Follower, der die App hat, gibt gleichzeitig auch was von seiner Leistung ab. Die sagen wahrscheinlich dasselbe wie immer. Jetzt sind hier auf der Karte unten links Lackierungen und Kleidungsstücke. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Schon das zweite Mal, dass man auf Chicago angespielt hat. Schon mal eine Hernie unter der Lunge? Echt schlimm. Du versuchst einzuatmen, dein Blut in Schwung zu bringen und es geht nicht. Oder es tut weh. Ach, ich lass die Symbole jetzt da einfach. Keinen Bock hier jetzt Zeit zu verschwenden. Ach, hatte ich schon gemacht.
Ach, die Poller. Das finde ich natürlich jetzt wieder gut, dass man sowas extra nicht lernen muss. Das kann man jetzt. Bitte jetzt erstmal andere Apps versuchen. In der letzten Aufnahme sagte ich, ich möchte das nicht, falls dann halt irgendwas gesperrt wird von YouTube, aber ich riskiere es jetzt mal. Klassik, Pop, Web, Punkrock, Rock, Welt, Elektro. Wie starte ich das denn jetzt? Warte mal. Ich sagte ja, parken Autos oder welche von der App? Wie sieht das Auto so richtig comic-mäßig aus? Von der Farbe. Da war die Vermutung, die ich hatte, von wegen, die wollen mehr Filmmaterial sehen, die falsche. Und wie gesagt, ja, ich kann mir schon richtig vorstellen, dass so richtige Hacker, die richtig so da drin sind, sich beleidigt fühlen, wenn das Hacken wieder auf die Schippe genommen wird. Wenn man dann sowas wie CSI, Cyber und sowas sieht. Oder wie hieß doch mal dieser Hackerfilm, dieser deutsche Who Am I? Da ist die Production. Stelle ich mir cool vor, so in einer Großstadt und dann fährst du immer zum Beispiel an Warner Bros. Vorbei oder Sony. Sowas kennt man ja hier jetzt, wo ich zum Beispiel lebe, gar nicht, dass so große Firmen da in der Nähe sind, wo du dran mal vorbeifährst. Die größere Firma hier in der Nähe, wo man mal dran vorbeifahren könnte, Dr. Oetker. Aber das ist ja jetzt nichts Großes, wenn man so will. Halt auch bekannt, aber... ja, ist schon was anderes als Google, Universal, Warner Bros. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Hacke dich ins Studio 3. Vorsprechen war gut. Du meinst die Casting Couch? Fick dich. Du bist immerhin in einem Film. Kein Sperrgebiet, also alles gut.
Schwerverbrecher. Nolan, hut zu. Ich habe ja alle kein Geld. Patricia und Jindal. Bei ihr würde das Handy explodieren. Alles nur Gespräche. Gelange mit dem Jumper an für Markus nicht erreichbare Orte. Der Jumper kann mit Objekten und Sicherheitsterminals interagieren. Drück W, um den Jumper einzusetzen. Das sollte man jetzt nicht in aller Öffentlichkeit machen. Ich stelle mir gerade vor, so eine Playlist. Große Ballerei, dann machst du auf der Playlist so Klassik. Etwas zur Seite. Sicht. Da hat sich nichts. Kamera. Muss sich schon also richtig lohnen. Weil die werden sicher auch bemerken, was ist das denn für ein Ding? Aufmachen oder die Funktion unterbrechen. Mit R kann ich jemanden dahin locken. Okay Leute, ich bin drin. Hä? Jetzt bin ich drin. Stehe das Filmskript. Studio-E-Mails herunterladen. Ah. Neues Lied in der Playlist. Sind alle lizenzierte Lieder. Major Laser. Warum bin ich jetzt im Körper Fast and Furious? Ah, ich kann doch hier rein. Bam. Mario Kart. Okay. Was
2 in 60 seconds. What you are? Girls on me like it's super glued on. Like a table you can place food on. Like Szechuan or Hunan. I'm hot like the place Mulan. Ring, ba-bum, ba-bum. Aerosol can, ba-bum, ba-bum. Monkey outside, ba-bum, ba-bum. Shooting all night, ba-bum, ba-bum. Bomb stick a bomb, take a clang, clang, clang. Bang on all that out like a renge tang. Motherfucker transform to a grown man. So klar geworden. Ja, die drehen hier gerade was. Den Cross. The Crows. Klappe. Muss aber trotzdem da irgendwie reinkommen. Zugriff mit Jumper. Reiste vor kurzem nach Pakistan. Eine Playlist erstellen, dann laufen die Lieder durch. Gesehen. Was? Das kann doch nicht sein! Weißt du, wie lange wir so gewartet haben? Wir sind nur hier, weil er schon den eigentlichen Dreh verpasst hat. Ja, ich mach's schon wieder komplizierter, als es ist. Verklagt, Gilly, die haben uns für 4 Mios Schrott verkauft. Weiß denen die nicht so geheim ist. Pass auf. So, hier ist nur noch das Skript. Oh, ein Mikrocomputer.